Herzlich willkommen zurück zu meiner neuen Videorubrik Filmkritiken. Diesmal mit einer Filmkritik zu einem europäischen Film aus dem Jahr 2015. Fangen wir sofort an. Arabian Nights von Miguel Gomez. Dieser Film ist keine Adaption der Geschichten aus Tausend und einer Nacht, aber es wird sich ihrer Struktur bedient. So heißt es zu Beginn jedes der drei Teile, die in ihrer epischen Laufzeit von insgesamt 6 Stunden ein Panorama des zugrunde gewirtschafteten Portugal zeigen. Arabian Nights, oder wie der Film in Deutschland heißt, Tausend und eine Nacht, erzählt in einer Mischung aus Dokumentation und Fiktion über die Nöte und Ängste vieler Portugiesen, die aufgrund einer radikalen Sparpolitik ihres Landes nicht nur ihre Anstellung, aber auch ihre Perspektive und manche gar die Würde verloren haben. Der portugiesische Regisseur Miguel Gomez bedient sich dabei einer unkonventionellen Erzählweise. Anfangs als Dokumentation geplant, sieht sich Gomez zu Beginn des ersten Teils der Trilogie überfordert, einen Film zu machen, der sowohl gesellschaftlich relevant als auch unterhaltsam ist. Eine Kombination, so der Filmemacher, sei unmöglich, man könne nur das eine oder das andere verwirklichen. Diesem Mammutprojekt sichtlich nicht gewachsen, flieht er vom Drehort und lässt seine Filmcrew führerlos zurück. Schnell wird er aber von seinen Kollegen gefangen genommen und am Strand eingegraben, wo ihm mit der Enthauptung gedroht wird. Daraufhin beginnt er zu erzählen von Scheherazade, die vor langer Zeit im Nahen Osten vom blutrünstigen und grausamen Sultan jede Nacht eine Geschichte erzählte und das Ende einer jeden Geschichte für den folgenden Abend aufsparte, damit der König sie weiterleben ließ. Erzählen, um zu überleben. Von nun an überlässt der reelle Gomez das Erzählen Scheherazade. Und wie der Sultan sitzt der Zuschauer gebannt da und lauscht voller Faszination den Geschichten über Bankiers mit einer Dauererektion. Geschichten über einen prophetischen Hahn, der zu Tode verurteilt werden soll, oder über Buchfinken züchtende Männer. Wahre Geschichten, die sich im Jahre 2014 in Portugal tatsächlich ereignet haben. Natürlich nicht wortwörtlich. Voller Einfallsreichtum und Fantasie zeigen die Episoden verschiedene Menschen und ihre Geschichten. Humoristische, nachdenkliche, teils auch traurige, aber immer ehrliche Geschichten voller Poesie und Feinfühligkeit. Miguel Gomez ist einer der angesehensten europäischen Filmemacher unserer Zeit. Der portugiesische Regisseur legte 2004 mit Das Gesicht, das dir gehört, seinen ersten Spielfilm vor, gefolgt 2008 von Jener geliebte Monat August, in dem Gomez bereits die Vermischung von Fiktion und Dokumentation auf fesselnde Weise meisterte. Sein von der Kritik gefeierter dritter Spielfilm, Tabu, gewann 2012 auf der Berlinale den begehrten Alfred-Bauer-Preis und den Kritikerpreis. Tabu ist zum einen eine melancholische Liebeserklärung an die Magie des Kinos und gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit Portugals. Die Selbstreferenzialität von Jener geliebte Monat August und die politische Dringlichkeit von Tabu haben in Miguel Gomez' neuestem Film Arabian Nights ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Trotz der ernsten Thematik und Relevanz und natürlich der Laufzeit von über 360 Minuten ist es erstaunlich, wie leicht und unterhaltsam der Film ist. Durch die schönen Bilder und den von Gomez priorisierten, einige würden vielleicht sagen kitschigen, Pop-Soundtrack, gibt man sich in abwechslungsreichen Geschichten gerne hin und vergisst auch mal die Zeit. Arabian Nights ist natürlich ein politischer Film, der aber nichts ändern kann, nichts ändern will. Wie könnte er auch?
Er zeigt Missstände auf, thematisiert sie und ruft sie so in ein kollektives Bewusstsein wach. Der Regisseur flieht zu Beginn des Filmes, weil er es für unmöglich erachtet, einen Film zu machen, der politisch relevant und unterhaltsam ist. Letztendlich gelingt es ihm doch mit Hilfe von Fabeln, Kreativität und Engagement. Der Film dauert 6 Stunden, aber man wird das Gefühl nicht los, dass Gomez noch länger erzählen könnte. Material hätte mehr als genug und ich als Zuschauer hätte mich mit Freude den Geschichten von Scheherazade noch länger hingegeben. Das war meine Kritik zu 1001 Nacht, aka Arabian Nights von Miguel Gomez. Ein Film, dem ich guten Gewissens 9 von 10 Sternen gebe. Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Auf Wiedersehen und denkt dran, der Film pausiert nur, wenn ihr auf den Pauseknopf drückt. Bis zum nächsten Mal.